Hallo zurück zu Let's Play Spellforce, hier auf dann mit Simon Micro. Und wir machen mal weiter hier auf im Traustadtental. Und wollen jetzt einfach mal gucken, wir können unsere Einheiten mit dem mal erhöhen. Ja, ja, auf 30, okay. Nächstes Mal brauchen wir 1000 und wir haben 130, okay. Holz, ja, willst du dich hier noch Holz abbauen? Aber habe ich Angst, dass die mich hier sehen. Oh, Stufe 12. Das ist ganz schlecht. Oh, das Bauwerk ist vollendet. Hier schon unterwegs. Eine. Okay, also Eisen haben wir ganz klar nicht. Was ist euer Begehr? Das heißt, wir bauen auch hier eine externe Eisenquelle. Hauptplatz brauche ich 500 Holz. Das habe ich nicht. Sprecht! Ich eile! Aber wir bräuchten erst mal ein paar Krieger. Das wäre nützlich. Denke ich mal. Lenya. Oh, du kostet nur 70 Lenya. Dann brauche ich da schon mal 7 davon. Ich denke mal, ich baue noch ein Edenhain. Dann. Was ihr wollt! Geht das Ganze ein bisschen schneller ab. Nur wo baue ich ihr denn einen hin? Da. So, man ist gut beraten, wenn man den, wenn man nicht nur Holz will bei den Förster, denn das fängt ganz harmlos an mit dem Bauen davon, also mit den Standhalten, Männer! Von dem Förster, aber es geht dann richtig rasant nachher. Das ist wie das mit dem Getreide. Es geht schleppend. Die Linien müssen halten. Aber dann nach einer Zeit spießen die richtig raus und dann hat man irgendwann am Ende Nahrung ohne. Nahrung, ja. So viel wollte man am Anfang nicht haben. Ich hoffe mal, der entdeckt es nicht gleich. Mein Bogen für die Rune! Das sind Eismagierinnen. Haben einen Stab und haben halt jetzt auch noch unsere Verbesserungen, dass sie weniger Mana verbrauchen in Waldgebieten. Oder? War das das? Mal gucken. Ja, in Waldgebieten weniger weniger Mana für Zaubersprüche. Gut, Stormy macht das mal fertig da. Runenkrieger! Und zu mir! Die erstmal können, wie sie es schon sagt, also Eismagie wirken. In Form eines Eisschlags. Ich höre, in Windeseile. Das heißt, wir bauen gleich noch ein paar. So, 15 sollten reichen. Jetzt habe ich aber keine Linie mehr. Mal gucken, könnte ich noch einen Jäger sammeln lassen? Eigentlich ja. Nochmal so 3 nehmen. Die können noch einen Jäger-Sammler bauen hier. Hier oben war ja auch noch eine Linie. Aber ist mir das... Ist auch ziemlich viele Linien hier oben. Ob sich das lohnt? Nein, lohnt sich das auf jeden Fall, aber... Ob das doch noch sicher ist? Ich nehme nochmal so 3 und baue hier oben. Und nochmal Linie hin, ist mir dann egal. Ich brauche Linie am Ende. Wohin soll ich gehen? In Windeseile. Elend See. Schnell wie ein Pfeil. Na komm, dahin. Was soll ich tun? Vorwärts, Schwestern. Runenkrieger, zu mir! Zum Ruhme Arins. Urok Raufbold, ich zeige euch mal den Angriff von... Ich höre. Eismayern. Jetzt passt mal auf. Elend Segen. Ja. In Windeseile. Eisschläge. Das Bauwerk ist vollendet.
im wahrsten Sinne des Wortes. Da schlägt's heftig ein. Hier werden wir mal hin schicken. Ob sich noch was ist Wünschen euer Begehr? Rasch! Würden? Ich könnte ein großes Haupthaus bauen mit einem Arbeiter. Macht sowas Sinn mit einem Arbeiter. Ich würde mal sagen, wie viel Zeit habe ich denn noch? Na komm. Uhr, geh an. Noch eine Minute, ne? Da kann ich ja schon mal anfangen, das zu bauen. Was ist euer Begehr? Und Holz habe ich ja. Für. Vielleicht können wir auch Baumbar widerrufen, wenn die. Oben müssen wir hin. Das ist diese Festung da. Und hier ist unser Freund Urias. Auch einer vom Orden, wie es aussieht. Ja. Okay. Sieht aus, als wäre hier, als würden die sich schützen, oder? Ja, schützen sieht anders aus. Du hast immer Angriff bis zur Verteidigung, oder? Die verkriechen sich eher wahrscheinlich. Das wird lange dauern. Ich ziehe mal ein paar vom Linia ab. Oder von was ich auch immer was abziehen kann. Holzdämme brauche ich noch ein bisschen mehr. Hier ist auch noch eine Stapel. Okay, das war's dann für diese Folge. Jetzt seid ihr nicht mehr hier. Mein Name ist Don Micro. Ihr seid meine Zuschauer. Und das ist Belfast. Ja, schon. Bis dann.